Hallo Leute und herzlich willkommen. Wir wollen heute mal wieder ein bisschen questen. Wir wollen aber ganz besonders questen. Und zwar geht es nämlich um eine ganz besondere Aufgabe. Dafür werden wir uns aber jetzt erstmal ein paar Bälle herstellen. Ich hoffe, wir kriegen ein paar Hyperbälle. Ne, Eisenbrocken brauchen wir. Wir brauchen Eisenbrocken, sonst können wir es nicht machen. Aber ich glaube, das können wir auch auf dem Weg machen, oder? Ich meine, wir haben den Bär. Und der Bär ist ein Klunkersucherer. Grab! Azurglandstein mal 20. Nicht schlecht für den Anfang. Eigentlich hätte ich mehr Eisenbrocken gewollt, aber Azurglandsteine gehen auch. Wir gehen erstmal hier so durch die Gegend und dann und währenddessen will ich euch erklären, was für eine Quest wir machen wollen. Dafür brauchen wir noch mehr Bälle. Ich habe nämlich jetzt offscreen ein paar Pokémon gefangen. Unter anderem habe ich auch den Pokédex-Eintrag von Bautz vorangetrieben. Ich habe jetzt nämlich tatsächlich die ganzen Dinger ja alle gemacht. Wir brauchen nur noch zwei Tempotechniken. Dann haben wir 10 davon und dann nochmal 5 und dann haben wir das O fertig. Und dann brauchen wir hier noch mal die Krafttechniken, die wir hier machen werden. Und wenn wir das fertig haben, dann haben wir theoretisch, abgesehen von Exemplare gefangen, Bautz Pokédex-Eintrag completed. Heute früh kam übrigens ein Patch raus. Ich weiß nicht, was der bewirkt hat, aber es hat gesagt, ja, Pokémon Legenden Arceus hat ein Spielupdate. Ich habe tatsächlich, glaube ich, das eine Mal mein Spiel nicht gespeichert, habe so gesagt, nein, mach das doch nicht. Ich will erstmal mein Spiel saven. Also habe ich erstmal mein Spiel gesaved und dann das Update gemacht. Es kann sein, dass ein paar Dinge gefixt wurden. Gestern erst, als ich mein Spielsession beendet habe, habe ich ein Trick gesehen, wie man gefangene Pokémon erhöhen kann, ohne halt immer auf Pokémon-Jagd zu gehen. Vor allem bei den Startern ist es sehr nützlich. Und zwar konnte man die sich bis dato einfach nur hin und her tauschen. Also einmal vor und einmal zurück, bis man den gegebenen Pokédex-Eintrag dann plötzlich beendet hat. Wenn das mal nichts ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber das ist auf jeden Fall ein genialer Trick. Was war das denn jetzt? Warte! Ein Süßtrüffel habe ich gefunden, okay. Hör auf, mich zu vergiften! Papinella, geh weg! Oh, ich bin nicht mal vergiftet, gut. Ja, ich wollte nämlich noch ein paar Eisenbrocken holen, weil ich die nämlich für Bälle brauche. Für Hyperbälle. Denn das Pokémon, was wir nämlich jetzt fangen wollen, also warum ich jetzt hier bin und warum ich hier jetzt nach Eisenbrocken suche für Hyperbälle, ist, ich habe nicht mehr viele Hyperbälle, 6 maximal. Ich will aber zumindest über 10 haben. Der Grund ist, wir wollen nämlich ein ganz besonderes, legendäres Pokémon fangen. Und das erscheint tatsächlich nur, wenn man Schwert und Schild oder eins von beiden als seinen Spielstand besitzt. Und ja, wenn man das hat, dann kann man tatsächlich das legendäre Pokémon Shaymin fangen. Jetzt habe ich es euch gesagt. Ach, so ist es. Graben!
Oh nein! Was jetzt? Oh, es ist nur ein Zähbild. Na gut, ich gehe mal kurz in die Basis zurück. Allerdings haben wir tatsächlich auch noch eine Story-Quest hier mit Wollo. Den werden wir allerdings machen, wenn wir die Shaman-Quest abgeschlossen haben. Dann geht es nämlich mit der Hauptstory, nicht mit der Hauptstory, mit der Nebenstory mal so ein bisschen weiter. Aber erstmal werden wir mal bestimmte Items los, die wir nicht brauchen. Das zum Beispiel, das zum Beispiel, das zum Beispiel. Wir haben so viel Zeug gesammelt. Vor allem, weil wir es ausgegraben haben. Ich bin wirklich impressed davon. Und wir haben wieder ein neues Evolutions-Item, noch ein Torfblock. Haben wir noch ein zweites gefunden. Das heißt, wir könnten uns ein 2 Uhr Salunas machen. Das heißt, wir können uns ein Shiny und ein Nicht-Shiny machen. Was ich cool fände. Und ich habe tatsächlich gesehen, wozu man die Lehmbrocken braucht später. So, haben wir das jetzt einfach mal gemacht und dann werden wir einfach mal mit unserem Bärchen weitergehen. Dieses Mal allerdings nach rechts. Wir machen uns nämlich mal hier indirekt mal vielleicht so. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich gerade nicht, aber so kann man wenigstens ein paar verstreute Schätze finden. Wir finden wirklich noch ein paar. Ursaluna hat wirklich eine gute Nase. Ansonsten gehen wir einfach mal hier über die Brücke, weil da muss sicher was sein. Das hier, das ganze Geröll und alles. Aber Ursaluna ist halt der perfekte Detektor. Das heißt, wenn was gefunden wird. Ich denke hier, wir nähern uns langsam der Anhöhenbasis. Eigentlich wollten wir das nicht, aber. Au. Ja, man kann tatsächlich vor Pokémon rennen und Schaden erleiden. Das habt ihr sicher noch nicht gewusst, oder? Jetzt wisst ihr es. Wenn man vor Pokémon rennt, dann erleidet man Schaden. Genauso wie als würden sie euch angreifen. Jo. Dann erstmal wieder hier mit der Hoffnung, dass wir hier auch was finden. Ich habe das Gefühl, gerade an den Stränden findet man sehr viel. Ich habe auch schon ein paar Alpha-Pokémon wieder gefangen. Ein Bammelin und ein anderes, glaube ich. Im Bujelin. Alpha-Version. Brauchen eindeutig mehr Eisenbrocken. Die meisten sind ja auf den Bergen. Vielleicht sollten wir. Ich versuche einfach mal zu fliegen. Vielleicht finden wir hier auf der anderen Seite irgendwo was. Ist das nicht die Königsanwiese? Ey, das Moterpel und das alles. Batterie. Ah, Item. Krab, 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 krab. Da war nichts. Saluna, womit habe ich das verdient? Aber jetzt haben wir endlich Eisenbrocken. Zwar nicht so viel wie wir wollten, aber vielleicht finden wir noch ein paar. Aber vielleicht reichen die uns ja auch schon. Weil so anstrengend wird sie ja nicht sein. Jedenfalls habe ich. Gehen wir jetzt mal zurück zum Start. Habe ich
mit der Frau vom Diamant-Clan gesprochen, die hier. Habe ich offscreen gemacht, aus Versehen. Bitte tu mir den Gefallen, finde die Wiesen Obsidian-Grasland, auf der diese Crazy Dia wachsen. Ja, ich habe eine Crazy Dia bekommen von der. Das ist diese Blume hier. Ihr wisst sicher, wenn ihr Pokémon Platin-Spieler seid, was das bedeutet. Genau, man kann dieses Pokémon verwandeln mit der Crazy Dia. Und wir haben dafür schon das Item. Wir brauchen jetzt wirklich nur noch nur noch das Pokémon. Und ich würde sagen, wenn wir da sind, safen wir das erstmal. Denn hier hinten ist es nämlich die sogenannte Flora-Rote Fläche. Das ist der Ort. Oh nein. Das will ich jetzt nicht. Die Flora-Rote Fläche, die ist. Das ist der Ort, der einst mal florig sein sollte. Und es fängt an zu regnen. Was für ein Timing. So. Das stehen wir jetzt im Gras, haben gesaved. Und dann ist das jetzt die Quest. Das hier scheint die Wiese zu sein, von der Mahiro gesprochen hat. Ist das wirklich die Blumenwiese von damals? Die Blumen sind zwar verwelkt, aber an diese Landschaft erinnere ich mich noch ganz genau. Das muss der Ort sein. Hallo, Pokémon von damals. Erinnerst dich noch an mich? Du hast mir mal geholfen, als ich mich verirrt habe. Dank dir habe ich wieder nach Hause gefunden. Hab vielen Dank. Es blüht. Oh, die Blumen. Das ist Zauberei. Na, ja, ist das süß. Ich habe ja hier gesaved. Ich kann hier nochmal safen. Ich werde mich auch bei Jona für ihren Rat bedanken gehen. Ich nehme an, du bleibst jetzt hier, um das Pokémon zu erforschen, stimmt's? Viel Erfolg dabei, bis dann. Hauptsache, ich muss nicht so viele Exemplare fangen, aber es gibt nur einen so. Warte, fange Shaymin auf der Crazy Dia Blumenwiese. Safe. Kann ich das auflauern oder so? Steht jetzt hier in der Mitte. Ist das nicht hier? Da ist es, da läuft. Okay. Nein. Nein, lauf nicht weg. Ich habe was Schönes für dich. Nein, lauf nicht weg. Ah, es attackiert mich. Shaman. Bleib hier. Es ist weg. Ich muss reloaden. Vielleicht sollte ich warten, bis ich es irgendwo sehe. Dann sollte ich es überraschen und dann fangen. Jo, ein Glück, dass ich gespeichert habe, sonst.
So, zunächst einmal switchen wir zu Bären um. Haben wir schon. Cool. Dann gehen wir jetzt hier in die Hocke und versuchen es zu locken. Nein! Au. Kann man gegen das kämpfen? Ehrwürdiges Sinnoh! Was ist passiert? Dahin ist es, oder? Oder ist das eine Pflanze? Ist das jetzt? Ist es schon wieder abjauen? Shaman! Uhu! Shaman! Sonic the Hedgehog! Ich glaube, ich muss es noch mal reloaden. Ah, das war echt weird. Das greift mich einfach an. Aus dem Nichts heraus. Und irgendwie bleibt es verschwunden. Eigentlich wollte ich es aus der Blumenwiese locken. Es hat nicht gesagt, dass es fliegt. Ich habe eine andere Idee. Da läuft's. Das war die falsche Richtung. Ja, es haut ab. Da läuft's. Es ist uns nicht feindliche sind, aber. Vielleicht. Warmhöhe, geh weg. Yes! Jetzt ist es auf dem Baum. Hat das denn sich schon wieder ausgedacht? Schämen auf dem Baum. Ich will kein Schämen auf dem Baum. Schämen kommt vom Baum runter. Oder ich rufe die Feuerwehr. Wer hat das erfunden, dass die auf Bäumen klettern können? Ich sehe es nicht mehr. Kann ich das runterschütteln? Palkia, schüttel das Schämen runter. Ich fürchte, das ist es nicht. Oder? Ich glaube, es ist nicht mehr da. Aber ich habe es versucht. Vielleicht sollte ich es versuchen zu bekämpfen. Ich weiß nicht, ob es kämpft, aber ab da, wo es mich attackiert, müsste ich eigentlich einen Pokémon auf es drauf werfen und es attackieren. Hier testet mich ja. Es läuft da so rum und irgendwann attackiert es auch. Da ist es. Einmal quer durch und vor aus dem Kampf heraus. Genau. So macht man das. Schämen ist Level 70.
Und das habe ich nicht erwartet. Dann ob du mitnehmen sollen oder irgendjemand. Gerade Sinnoh reicht an das heran. Ich hoffe, das ist nicht nur ein Händler. Ich glaube, die können auch aus dem Kampf abhauen, wenn ich mich nicht irre. Irgendwas davon habe ich mal gelesen. Okay, geschwächt ist es schon mal. Oh, Schocksam. Die ultimative. Mal sehen. Erdkräfte dürfte eigentlich nicht viel wegmachen. Das macht fast gar nichts weg. Ja, quiek, 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 quiek. Das zweite ehrwürdige Sinnoh. So, da versuche ich das jetzt mal zu fangen. Hätte mich doch bald besser vorbereiten müssen. Hab's! Ich hab Shaman! Yay! Ein Zeichen der Dankbarkeit. Abgeschlossen. Leistungsfeld. Shaman wurde gefangen. Das habe ich sicher auch, oder? Aber dadurch, dass es ein Event-Pokémon ist, theoretisch, dürfte es eigentlich nicht im Pokédex drin sein. Wozu gibt es im Pokédex? Doch, es ist drin. Habitat ist unbekannt. Was will er machen? Ein Exemplar gefangen, ein Satz von Erdkräfte gesehen, ein Satz von Schocksam habe ich einmal gesehen, jetzt zweimal. Krafttechnik gesehen und Tempotechnik gesehen, jetzt hat man schnell durch. Ich würde sagen, das war die Shaman Quest. Als nächstes widmen wir uns Wollo. Halt. Es geht als nächstes zu Wollo, denn der hat uns tatsächlich etwas zu sagen. Was er uns zu sagen hat, werden wir noch erfahren. Auf jeden Fall kommt sehr viel Arbeit auf uns zu. Das sage ich euch jetzt schon. Deswegen fliegen wir den Berg hier so hoch. Eine Höhenbasis. Hey Nils. Seht ihr das mal an. Und zwar ganz genau. Die Muster sehen aus, als seien sie Pokémon nachempfunden. Ich vermute, dass es sich um Schriftzeichen da handelt. Quasi um Hieroglyphen. Nachdem ich verschiedene Ruinen untersucht habe, bin ich zur Schlussfolgerung gekommen, dass sie die folgende Geschichte erzählen. Ein tapferer Jüngling macht sich Seite an Seite mit Pokémon auf, um die Fragmente einer allumfassenden Gottheit aufzuspüren. Fragmente? Genau, ich spreche von der allumfassenden Gottheit. Dem Schöpfer des Universums. Sein Name lautet Arceus. Na, der Name Arceus ist dir sicher schon einmal untergekommen, habe ich recht? Kommt mir bekannt vor. Natürlich, du bist schließlich der Held, der Hisui vor dem Untergang bewahrt hat. Und was die Fragmente betrifft. Dabei muss es sich um die Tafeln handeln. Du weißt schon, Tafeln wie jene, die du von den Königinnen und Königinnen erhalten hast. Auf der Rückseite jeder Tafel sind Schriftzeichen eingraviert. Lies am besten selbst, was dort steht. Du liest die Texte auf der Rückseite einer Tafel eingraviert ist. In völliger Einsamkeit tat es seine Atemzüge. Da war das Universum noch nicht geboren. Das Wesen, von dem hier gesprochen wird, ist Arceus höchstpersönlich. Nils, lass uns alle Tafeln sammeln. Was sagst du?
Ich habe auch schon eine Idee, wo wir anfangen können. Dafür müssen wir uns tief in den Strapazenhain begeben. Das ist, da war ich noch gar nicht. Also ich war schon bei diversen Zeug, ja, bei diversen Stellen, aber Strapazen, nein. Das ist für mich ein sehr geheimnisvoller Ort. Wenn ich da schon mal war, dann wahrscheinlich nur flüchtig.